Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich muss ganz kurz meinen Timer stellen, weil ich nicht wieder überziehen möchte, was ich sowieso tue, aber was soll's. Stoppuhr starten. Dankeschön. So, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, aber das Spiel hat jetzt hier quasi einfach wieder angefangen und ich bin mal so frei und spiele einfach jetzt hier dann direkt weiter. Ich habe gemerkt, dass bei den letzten beiden Teilen der Ton fehlte. Das ist mega nervig, weil ich habe keine Ahnung, irgendwie habe ich wohl bei Fraps irgendwas so eingestellt, dass der den Ton des Spiels nicht mehr aufgenommen hat. Einfach weil ich ja versucht hatte, diesen ekelhaften Piepston wegzukriegen. Und das tut mir echt wahnsinnig leid. Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit, das Ganze nochmal aufzunehmen. Ich müsste das Spiel quasi bis hierhin nochmal durchspielen und ich weiß nicht, ob ich dazu gerade die Motivation habe. Ich versuche es aber bei Gelegenheit nochmal und werde dann einfach gucken, ob ich die Parts dann auch nochmal mit Ingame-Sound hochladen kann. An sich, die ganzen Dialoge könnt ihr in den Untertiteln mitlesen sozusagen. Und wenn es euch doch zu sehr stört und es gar nicht geht und ihr gar nichts mitbekommt, dann schreibt mir das einfach kurz unten in die Kommentare bei den Videos und dann werde ich da auf jeden Fall gucken, ob ich da was ändern kann oder ob ich die ganzen Parts einfach nochmal aufnehmen kann. Nein. Ja. Bibliothek, richtig? Filch wollte in die Bibliothek gehen. Und wir sind einfach mal so kackendreist und laufen ihm hinterher. Ich glaube, das war ganz schön knapp. Jetzt habe ich aber ganz bestimmt was gehört. Schnell, Mrs. Norris, du hältst von oben aus Wache. Aha, von oben aus? Es gibt ein oben. Oh, 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 oh. Eine verdammt akrobatische Katze. Na und ob? Mann, jetzt rennt dieses blöde Viech da oben rum. Okay, dann muss ich jetzt tatsächlich doch noch versuchen, auch hier... Oh! Ich hoffe, die Katze war da nicht mehr drauf. Hey, komm, hoch da. Ah ja, okay, doch, funktioniert. Sehr schön. Oh, Katze, 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 Katze. Mein Gott. Will die jetzt wieder da zurück? So, ja. Zack. Und schwupp. Und zack. Okay. Die läuft also da vorne her. Ach, komm schon. Steuerung for the win. Wow. Oh, shit. Okay, ich glaube, das war der Sinn der Sache. Ich glaube, die Katze kommt nicht hier rüber. Aber ich habe auch halt keine Ahnung, ob ich irgendwie auf die andere Seite darüber kann. Über diese Bücherregale. Komme ich bestimmt auf die andere Seite. Und, ist da noch irgendwas? Oh. Aha. Okay, Katze kommt nicht hier rüber. Aber... Spring. Braves Kätzchen. Ja, oh, bis man erstmal ausklamüsert hat, wo das Vieh herläuft. Okay. Was? Ernsthaft? Hier liegt einfach nur so ein Buch rum? Ach, shit. Ich habe gedacht, die können dich durch. Das war jetzt vollkommen umsonst. Und jetzt muss ich mich wieder an der Katze vorbeischleichen. Komm schon. Spring. Danke. Oh. Oh, ich habe immer vergessen, dass ich das Autospringen ausgemacht habe. So. Diese lustigen Geräusche, die Harry immer macht, wenn er springt. Okay, ja, jetzt bin ich quasi aus der Bibliothek raus. Kann hier also unten weiter. Okay. Oh. Das ist aber knapp. Das würde ich jetzt nicht machen da hinten. So. Dann bin ich jetzt hier. Eindringling!
Schön, dass du das einfach nie bemerkst. Gibt es hier noch irgendwas zu holen, zu machen? Was war das? Oh. Oh. Ja, ich bleib dann besser hier vorne. Ach nee, kann ich gar nicht. Darf ich gar nicht. Also, ich muss darüber. Aber das ist irgendwie blöd, weil... Ich weiß doch gar nicht, wo die herlaufen, Mann. Da oben ist die Katze. Und wo ist Filch? Da hinten ist Filch. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie auf diese komischen Regale drauf komme. Oder geht das hier weiter? Nee, hier komme ich ja her. Oder? Nee, hier komme ich gar nicht her. Wie komme ich denn auf diese Bücherregale drauf, Mann? Hier ist nirgendwo was, wie ich da drauf kann. Mann, ey. Komm heraus, komm heraus. Wo immer du dich auch versteckt hältst. Gar nicht. Alles gut. Sie hat mich. Ein Eindringling im Verbotenen. Korridor, ich weiß. Okay, ja, das könnte auch eine Szene sein, die ihr jetzt noch öfter zu sehen bekommt. Einfach auch, weil die Katze mich gerade etwas nervt. Aber hier komme ich her, richtig? Nein. Oh, das verwirrt mich. Komme ich hier drauf? Ja, hier komme ich drauf. Komme ich von hier aus denn? Aha. Bist du ja wieder, Harry? Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Bist du wahnsinnig? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast du den Pokal schon fast in der Hand, was? What the? Ist der denn wahnsinnig? Der kann mich doch nicht einfach so anquatschen hier. Mann. Ich renne einfach mal straight durch die Kerzen durch. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Bohnen da vergessen. Oder muss ich hier nochmal... Nee, ich muss hier oben nochmal her. Okay. Da geht's weiter und da hinten dann. Ich muss kurz gucken, wo die Katze herspringt. Da runter, da wieder hoch, da wieder da runter und da wieder hoch. Okay. Mann, 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 das ist ganz schön kompliziert hier. Bitte was? Na, egal. Okay. Jetzt einmal da. Okay. So. Also ich muss zugeben, das hier ist ein Level. Zum einen konnte ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass ich das überhaupt machen muss. Und zum anderen ist es doch relativ verzwickt, kompliziert. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Oh Gott, nein, bitte nicht. Nein! Sie hat mich nicht gesehen. Hat sie mich gesehen? Nein, sie hat mich nicht gesehen. Wo ist sie denn? Ah. Mann, wo ist die blöde Katze? Ach komm, scheiß drauf.
Okay. Und einmal hier rüber und zack und fertig. Uff, es ist nicht ohne. Och nö, du, ich fühle mich hier oben eigentlich ganz wohl, du. Es ist so. Okay, dann springt sie dahin. Dann wahrscheinlich darüber. Dann läuft sie da durch. Und springt wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder zurück. Ich hoffe, die springt dann irgendwann mal nach unten, weil sonst ist es ja in für sich gar nicht möglich, dass ich ihr da nicht über den Weg laufe. Nee, sie springt auch auf demselben Weg wieder zurück. Dann muss ich versuchen, ihr jetzt hinterher zu laufen und da, mein Facebook. Ah, ich vergesse immer, mein Facebook auszumachen. Shit. Das heißt, ich muss ihr quasi jetzt einfach hinterherlaufen. Und wenn sie dann hinten auf dem letzten Regal ist, kann ich da quasi. Okay, ich hab mir da schon so meinen Weg zurechtgelegt gerade. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich glaube ja mal nicht, dass ich da jetzt her muss. Jetzt warte ich, bis sie da bis ans Ende gesprungen ist, dann wieder zurückkommt. Und dann kann ich von hier auf das andere Regal springen. So. Tada. Ihr seht, das ist gar nicht so schwierig. Nix, aha. Du siehst mich hier oben eh nicht. Was geht hier vor? Wer war das? Jemand ist an mir vorbeigegangen. Irgendwie ist er ja süß, oder? So, ja, jetzt geht's hier quasi runter. Alles gut, da kann man nichts machen. Dann gehen wir noch mal weiter. Ich hoffe, das ist gleich vorbei und ich muss hier nicht noch lange dieses Level machen, weil ehrlich gesagt geht mir das langsam ein kleines bisschen auf die Nerven. Oh, der Spiegel. Wow. Cool. Entschuldigung. Schluck Tee trinken hier. Im Spiegel Nerhegib konnte Harry seine Eltern, James und Lily Potter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Nun, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Nerhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Tja, diejenigen, die den ersten Teil bzw. das erste Buch schon kennen, wissen ganz genau, wofür er dann gewappnet ist. Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Meine Nerven zuliebe. Ach, der ist ja süß. Ach, muss ich jetzt ernsthaft? Ach, nö. Ach, komm schon. Ach. Mann, das ist voll nervig gerade. Ah, ich laufe ihm einfach hinterher. Gut, auch nicht schlecht. Ich glaube, seinen Nerven tut das jetzt auch nicht gerade gut. Zack, und speichern. Und öffnen. Hui. Ich wollte schon sagen, ich habe hier so wenig Kisten einfach gefunden. Jetzt wird aber langsamer Zeit hier.
Schokofrosch. Oh, Schokofrosch ist sehr schön. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Weil, wieder, wenn ihr, wie gesagt, auf mein Leben achtet, ist dezent wenig gerade, so im Moment. Okay, hier geht's weiter. Hm, cool. Also ich muss sagen, die Räume sind schon echt eigentlich sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Und vor allem solche Bibliotheksräume sind ja für mich natürlich absolut der Wahnsinn. Ich liebe solche Bibliotheksräume. Ich wünschte einfach so solche richtig mit bis unter die Decke mit Bücherregalen gefüllte Räume würde es heute noch geben. Aber wenn man sich unsere heutigen neuzeitlichen Bibliotheken anguckt, die sind mehr auf Modernität. Man kommt jetzt nur noch durch dieses Tor nach draußen und es macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Wir schnappen sie uns, Mrs. Norris. Ah ja. Amen. Hui. Also wie gesagt, die momentanen Bibliotheken sind immer sehr, sehr darauf bedacht, dass sie halt möglichst modern aussehen und es daran nichts auszusetzen gibt. Würdest du bitte springen? Springen? Danke. Und ja. Das finde ich halt nicht sehr schön. Ich weiß nicht. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich finde diese altertümlichen Bibliotheken viel, viel schöner. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss irgendwie gucken, wie ich dieses Tor aufkriege. Das heißt wahrscheinlich, dass ich da durch diese Türen muss. Okay, dann gehe ich mal. Ah ja, Tatsache. Ich muss wahrscheinlich die Dinger da drauf. Oh mein Gott, es blitzt. Tja. Jetzt weiß er natürlich, dass ich da bin. Hilfe. Aber dank meinem Tarnumhang sieht er mich nicht. Muhahaha. Ja, komm. Krümel dich. Und jetzt muss ich gucken, dass ich unbeschadet und ungesehen vor allem auf die andere Seite komme. Wie denn? Da kommt gar nichts raus. Die haben mich verarscht. Ah, Mist, nicht weit genug. So. Zweites Gewicht angehoben. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch durch diese Tür kommen. Mein Gott, diese Katze ist viel zu schlau für eine Katze. Ne? Macht das Sinn? Nein, macht das nicht. Ist egal. Okay, da ist er. Aber, ach shit! Auf der anderen Seite des Raumes sind mit Sicherheit auch noch diese Gewichte. Das heißt, hier muss ich auch noch her. Ich habe mich schon gewundert, dass die nicht bis nach ganz oben gezogen werden, weil so komme ich ja durch die Tür noch nicht durch, ne? Muhahaha. Komm heraus, nö. Ich will aber nicht. Bei wie viel Zeit bin ich? 19 Minuten? Ja gut, ich versuche das letzte Gewicht jetzt noch zu machen. Und dann möglichst aus diesem Raum rauszukommen. Und dann werde ich den Part auch mal beenden. Ich muss zugeben, es nervt gerade echt so ein bisschen, dass ich hier die ganze Zeit durch diese Räume durch muss und versuchen muss, vor Filch abzuhauen. Das ist ein bisschen zu lang, dieses Kapitel, finde ich. Oh. Er steht gar nicht richtig drauf, aber das Ding ist trotzdem runtergegangen. Okay. Ach ja, wie jetzt? Steht ihr jetzt davor und ich darf zusehen, wie ich da durchkomme, oder was? Wow! Dafür werde ich dich verbannen. Geil!
Ohne Witz, dass dieser Geist mir mal den Arsch rettet, das hätte ich jetzt echt nicht vermutet. Heißt das, der rennt jetzt Peeves hinterher? Na toll, die Katze noch. Und was mache ich mit der Katze? Ich kann sie ablenken durch die Zauber. Bingo. Das war ja einfacher als erwartet, muss ich sagen. Ah ja. Verstehe schon. Jetzt habe ich mich einfach mal zu den Jungs gesellt. Ich hoffe, die haben nichts dagegen. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, dass ich da bin. Alter, was es hier für Geheimwege einfach in Hogwarts gibt. Wow. Doch, doch, sehr interessant. Aber ich würde sagen, durch... Ach, das ist gar nicht so laut. Mir kommt das nur so laut vor. durch diese unterirdischen Katakomben, die mit Spinnenweben versehen sind, durch die werde ich mich dann... Entschuldigung. Durch die werde ich mich dann im nächsten Part schlagen. Und werde jetzt dann einfach erstmal den Part beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich habe in diesem Part mal wieder nicht sehr viel geredet. Das lag aber auch daran, dass man in diesem Level doch relativ viel nachdenken musste und irgendwie überlegen musste. Und das sind so Level, an die erinnere ich mich auch nicht mehr wirklich sehr gut. Deswegen ist das teilweise so ein bisschen schwierig. Aber in den nächsten Parts wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr gequatscht. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schaut auch unten in die Videobeschreibung. Da sind wie immer wichtige Links drin. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.